So, guten Morgen. Ja, ich habe jetzt auf die obligatorische Filmszene, bei der man noch im Schlafsack liegt oder unterm Schlafsack, beziehungsweise quillt in meinem Fall ja, verzichtet. Und dachte mir, ich kann ja schon ein kleines bisschen wach werden, bevor ich euch jetzt wieder zuquatsche. So, was ist heute Nacht passiert? Wir hatten ungefähr da hinten irgendwo, da kam eine Rotte Wildschweinchen an, eine Mini-Rotte. Ja, wahrscheinlich eine Barre mit Anhang. Abgespaltener Teil von der Großrotte. Hatte ich den Eindruck, als wären es wirklich so 3, 4, 5 Schweinchen gewesen, mehr nicht. Die kamen wie immer, Schweinchen halt unterwegs sind, kamen sie so an, so Nase auf Bodenhöhe und haben mich tatsächlich, muss der Wind wohl günstig gewesen sein für mich, wenn ich nicht entdeckt werden hätte wollen, haben sie mich recht spät erst entdeckt. Dann habe ich das Licht angemacht, Taschenlampe, um mal zu gucken, wer mich denn da besuchen kommt, weil ich will ja wissen, wer mich da besuchen kommt. Ja, das ist ja interessant. Und habe leider keine Schweinchen gesehen, aber sie haben dann in den, oh, ich gehe mal lieber woanders hin, Mode gewechselt. Das machen sie gar nicht mal so oft. Ne? Häufig, wie gesagt, marschieren sie einfach vorbei, wenn es eine groß genug Gruppe ist, dass sie sich sicher fühlen und ich sie nicht groß interessiere. Aber scheinbar bin ich irgendwie dieses Mal nicht so ganz vertrauenserweckend gewesen. Ja, also haben sie entsprechend kehrt gemacht und mit deutlich schnellerem Dapti-Dapti-Dapti-Dapti-Dapti-Dapti-Dapti sind sie dann wieder abgezogen. Ja, plus minus auch etwa in die Richtung. Also haben wahrscheinlich einfach einen großen Bogen um mich gemacht und sind dann weiter, wo sie dann hin wollten. Dann kam einmal ein Reh vorbei, hat aber nichts gesagt. Da bin ich mir auch ganz recht. Das ist schon immer ein Riesenaufwand, wenn die dann plötzlich anfangen zu schreien. Eulen hatten wir leider keine. Vögel hatten wir generell so gut wie keine heute Nacht. Es gab dann wieder den berühmten Early Bird. Der Early Bird ist immer der Erste, der anfängt zu singen. Yay, ich bin der Erste, ich bin der Erster. Das ist wie die Leute, die immer Erster in die Kommentare schreiben. Ja, der legt meistens los, wenn es noch nicht wirklich hell ist, wenn aber abzusehen ist, dass die Sonne jetzt wohl jeden Moment aufgeht und man schon halbwegs wieder gucken kann als Mensch. Dass man also jetzt dann, wenn man jetzt nochmal aufsteht, um eine Stange Wasser in den Wald zu stellen, wie es ja so schön heißt, dann geht das ganz gut auch ohne Taschenlampe. Ja? Ja, ach, und ein Fuchs hat noch in der Ferne ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht, aber auch nur in der Ferne. Und das auch noch gar nicht wirklich nachts, sondern eigentlich mehr so kurz vor Nacht, so um den Dreh. Ansonsten habe ich ganz ordentlich geschlafen, hatte zwischendurch mal wieder ein bisschen Unsinn geträumt. Ich träume im Wald ganz gerne mal Unsinn. Da hat man dann Zeit, Frosch im Hals, da hat man dann Zeit, nochmal ein bisschen über sein Leben nachzudenken. Nee, das ist selten was Negatives. Es ist wenig Platz für negative Gedanken, wenn man so im Walde hockt. Ist tatsächlich so. Ja, also sobald man mal eine Zeit lang draußen verbracht hat, sind Alltagsprobleme irgendwie so irrelevant. Ja, so Ärger mit dem Chef, nicht, dass ich einen Chef hätte, das bin ich ja selbst. aber keine Ahnung, Ärger mit irgendwelchen Prüfungen früher im Studium oder Einsamkeit. Einsamkeit ist bei völliger Abwesenheit von Menschen viel weniger dramatisch als einsam zu sein bei Anwesenheit von Menschen. Also wenn du in einer Gruppe von Leuten dich nicht integrieren kannst, dann ist das viel schlimmer als irgendwo zu sein, wo keine Sau ist. Weil dieses nicht akzeptiert sein innerhalb einer Gruppe findet dann nicht statt. Ja? Ja, ist wichtig. Also für die Leute, die da möglicherweise auch ein Liedchen von singen können. Also ich empfand das immer als erholsam, ein paar Tage alleine in der Natur unterwegs zu sein. Und die Natur nimmt einen ja so auf, wie man ist. Jetzt bin ich erstaunlich philosophisch heute Morgen, aber so ist es. Ne? Die akzeptiert dich, wie du bist. Und wenn du dich dämlich verhältst, dann
kriegst du halt direkt konsequenterweise auf den Deckel, indem du frierst, indem du nass bist, indem du irgendwo runterpurzelst, indem du großes Aua hast oder gegebenenfalls halt dann auch, wie alles andere auch, was in der Natur unterwegs ist. Die Natur ist sehr fair, der natürlichen Selektion zum Opfer fällst. Ne? Und ja, gerade weil das so fair ist und weil da alles so richtig zu laufen scheint, ich gehe davon aus, dass wir es deshalb, viele Leute von uns das deshalb als so harmonisch empfinden. Ja? Die Idee, dass das alles ein großer grüner Friede und die Natur für dich sorgt und alles schön und wunderbar ist und so weiter und so fort, die verliert man, glaube ich, schnell, wenn man wirklich mal ein paar Nächte draußen gepennt hat. Die sorgt nicht nur für dich, ja, die versucht dich auch umzubringen. Je nachdem, wo du unterwegs bist, wenn du dann blöd genug bist, auch in kälteren Lebensräumen rumzustapfen oder in sehr heißen Lebensräumen, gleiches Phänomen, einfach extremeres Wetter. Hohe Höhenlagen, solche Späße, ja, da ist dann ganz schnell mit der Romantik zwischendurch auch mal wieder vorbei. Ja, die kommt dann zurück, wenn du auf dem Gipfel angekommen bist oder wenn du vor irgendeiner wahnsinnigen Kulisse stehst und dich fragst, wie kann es das geben? Aber es gibt's, du stehst ja drin und du kannst es anfassen, du kannst ans andere Ende der Kulisse laufen, du kannst 3 Tage drin hocken und dich freuen. Das ist schon toll. Ja? Also ich weiß schon, warum ich das mag. Ja? Ja, dementsprechend, wenn man komisches Zeug träumt, dann meistens irgendwas halbwegs Lustiges hinterher. In meinem Fall war ich wohl irgendwie wieder in der Schule und dann ist mir eingefallen, scheiße, ich bin ja gar nicht jetzt wieder jung, sondern ich bin einfach nur wieder in der Schule. Und nach ist dann auch meinem Lehrer aufgefallen, dass ich ja eigentlich vielleicht gar nicht mehr unbedingt hier in die 8. Klasse gehöre. Und dann habe ich mich schleunigst aus dem Staub gemacht. Das träume ich häufig, dass ich mal wieder irgendwas verpennt habe, dass ich nochmal zur Schule gehen muss, weil ich den Sportkurs verpasst habe oder zur Uni. Meistens muss ich nochmal zur Uni, weil da noch irgendein Kurs war, den ich vergessen habe und sie mir jetzt meinen Master wieder wegnehmen wollen, weil ich habe vergessen, das Sportprogramm mitzumachen oder was auch immer. Oder da gab es noch eine 3. Matheprüfung oder ja, gut. Das tut ja eigentlich überhaupt nichts zur Sache. Aber, wollte ich trotzdem kurz erzählt haben, jetzt Frühstück. Grundsätzlich ist es ja so, es gibt Leute, die stehen auf, räumen erstmal ihr ganzes Geraffel zusammen, frühstücken dann noch schnell und hauen ab. Gehöre ich nicht dazu. Bin generell einfach nicht schnell. Ziemlich egal, was ich mache. Zur schnellen Truppe gehöre ich selten. Außer ich muss einen Vortrag vorbereiten. Das kriege ich sehr, 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 sehr schnell hin. Und braucht dann nur wenig Zeit zum Recherchieren und solche Sachen. Aber das ist auch das Einzige. Alles andere bin ich deutlich langsamer als im Durchschnitt. Dementsprechend bin ich jetzt noch nicht besonders weit. Hier ist meine Tasse. Ja, meine Tasse ist jetzt wieder sauber. Aus Gewichtspargründen und einfach aus Minimalismusgründen komme ich, wenn ich für mich selber einfach nur unterwegs bin, mit einer einzigen Tasse, große Tasse, eigentlich ganz gut durchs Leben. Die reicht mir fürs Abendessen, ne? Also heiß Wasser heiß machen, Zeug reinkippen. Möglicherweise auch mal eine Konservendose heiß machen, also Konservendose hier reinkippen, Inhalt heiß machen, aufmampfen. Irgendein sonstiges Fertiggericht. Man kann eigentlich fast jedes Fertiggericht auch in eine Tasse kippen, alles zusammenmixen und dann erhitzen. Das ist dann manchmal ein bisschen unappetitliche Angelegenheit, aber geht. Ja? Ich gehe ja nicht raus wegen Kulinarik. Wenn ich lecker essen will, dann bleibe ich daheim. Zu Gewichtsparerkenntnissen bzw. zum Angewöhnen von Outdoor-Futter ist so Level 1 Outdoor-Futter. Man schleppt nicht ein kleines Fläschchen mit Milch mit sich rum, weil das wiegt natürlich wirklich, gerade wenn es ein größeres Fläschchen werden soll, man 2-3 Tage unterwegs sein möchte und man viel Kaffee trinkt, wo Milch reingehört, man zum Frühstück Müsli trinkt, wo Milch reingehört, dann bietet sich irgendwann Milchpulver an. Das hier ist Vollmilch-Milchpulver, das gibt es unter anderem beim Backfachhandel tatsächlich, Bäckereizubehör. Vollmilchpulver hat den großen Vorteil, dass es, abgesehen davon, dass es nicht so leicht löst, man muss da also viel rühre, so ein gewisses Morgenritual, dieses Milchpulver anzurühren, für mich geworden.
Aber davon mal abgesehen ist das Zeug toll, weil es hält, hat halt viel mehr Kalorien und sage und schreibe 3,5% Fett. Das ist jetzt gar nicht so viel, wenn man so drüber nachdenkt, dass man ja um jede Kalorie, die man in trockener Form mitschleppen kann, ohne dass sie mehr wiegt, dankbar ist. Weil dann musst du insgesamt weniger Milchpulver mit dir rumschleifen und du kannst dein Müsli halt auf diesem Wege auch schon durch die Milch mit Kalorien anreichern. Milch ist ja auch eine prima Eiweißquelle, vergleichsweise gut, und dann hat man auch gleich noch ein bisschen Eiweiß in seinem Müsli. Es ist hilfreich, wenn man längere Touren plant, dass man dann mal überlegt, aber das ist natürlich für einmal im Wald pennen völlig egal, aber wenn man längere Touren plant, da sollte man mal für sich selber rausfinden, was einem denn am ehesten sättigt und am ehesten Energie gibt. In meinem Fall ist das tatsächlich Eiweiß, da bin ich sicher nicht ganz alleine mit. In Anbetracht dessen, dass sämtliche Sportler sich immer ihre Eiweißshakes und so ein Zeug reinpfeifen. Ja, ist wahrscheinlich nicht nur Humbug, ne? Und ja, Eiweiß gibt mir immer besonders viel Energie fürs Gewicht mitgeschleppt und ich kriege da irgendwie gefühlt mehr Kraft raus, als also wenn ein Nahrungsmittel viel Eiweiß enthält und dann ein paar Kalorien weniger hat, dann gibt mir das mehr Power als etwas, das ein paar Kalorien mehr hat, aber kaum Eiweiß enthält. Bis zu einer gewissen Grenze, wenn du nur noch Eiweiß frisst, dann hilft mir persönlich das natürlich auch nicht weiter. Aber so ein bisschen extra Eiweiß im Futter, das ist immer eine sehr gute Sache. Darum bin ich ein großer Freund von Milchpulver. So, Milchpulver kann man grob sagen, pro 100 Milliliter, die man Milch haben möchte, nimmt man 1-2 Esslöffel. Das kommt darauf an, wie dick oder wie dünn man die haben möchte. Ich nehme 2. Und 100 Milliliter würden mir dann auch schon reichen, aber ich bin heute mal in Luxuslaune und nehme noch etwas mehr. Dann kann ich auch etwas mehr Wasser dazu machen. So, habt ihr das überhaupt gesehen? Naja, wenn nicht, dann habt ihr jetzt verpasst, wie jemand mit einem Löffel aus einer Tüte weißes Pulver in eine Tasse kippt. So, und jetzt, damit das Ganze eben nicht verklumpt, geben wir erst wenig Wasser dazu, dann etwas mehr, dann noch etwas mehr und zwischendrin immer rühren, rühren, rühren. Das ist ein gewisses Ritual, aber wie gesagt, wenn man draußen keine Zeit hat, um sich Zeit zu nehmen, meiner Meinung nach macht man dann was falsch. Das hat nichts mit Naturgenuss zu tun. Es kommt auch einfach in der Natur, also in der Praxis, selten vor, dass wir uns mal irgendwo beeilen müssen. Und langsam ist das Neue schnell, hat mal irgendein schlauer Mensch gesagt. Dem möchte ich mich anschließen. Einfach auch aus Grunde dessen, dass wenn du schnell machst, dann machst du möglicherweise Fehler. Also auch wenn das Gewitter droht und du möchtest dein Tarp aufspannen und du weißt, du musst es lange, willst es sicher aufspannen, das soll eine Weile halten und es geht nicht nur darum, dass du kurz das Gewitter aussetzen möchtest, das wäre ja auch eine Option, dann nimm dir die Zeit, spann deinen Tarp gleich richtig auf. Und wenn es dann ein kleines bisschen anfängt zu regnen, dann hast du halt mal schon ein paar Tropfen Wasser abbekommen. Ist auch egal. Außerdem darf man ja nicht vergessen, das habe ich ja gestern schon erzählt, bis der Regen dann mal am Waldboden ankommt und in einem dichten Laubwald unterwegs ist. Das dauert. Und da ist das dann gar nicht so relevant mit dem schnell, schnell, schnell machen. Ja, und jetzt kann man hier nach und nach rühren, die Klumpen am Rand der Tasse zerdrücken. Ne? Also hier, wenn jetzt hier ein Klumpen wäre, dann würde ich den einfach mit dem Löffel am Rand der Tasse platt drücken. Gibt auch so Mini-Schneebesen tatsächlich Kinder-Backzubehör, ja, für Kinder. Zum Beispiel gibt es da so ganz tolle Mini-Schneebesen. Sowas kann auch hilfreich sein, wer das dann haben möchte, wer sich häufig sowas anrührt. Es geht aber auch mit einem Löffel, es dauert halt einfach eine Weile. So, und dann gibt es da Müsli rein und das Resultat zeige ich euch dann gleich noch schnell, aber dann machen wir jetzt hier einen Schnitt. So, dala. Übrigens,
dass ich eine Jacke anhabe, das muss ich vielleicht noch kurz erklären. Wir haben zwar Sommer, aber tatsächlich ist es morgen schon noch relativ frisch. Wer morgens früh zum Bus muss, wird das bestätigen können. Da ist es schon noch recht kühl. Ja, und gerade wenn man dann die Nacht draußen gepennt hat und dann eben nicht jetzt zwingend unbedingt aus dem super, super warmen Kuschelbett aufsteht, in die ohnehin auch noch relativ warme Bude und da dann leicht bekleidet rumläuft, das ist schon noch mal was anderes, wenn man nicht so häufig draußen gepennt hat, wenn man dann eine vielleicht auch gar nicht so gut geschlafene Nacht aufsteht und dann ist man schon dankbar, wenn man noch ein warmes Jäckchen hat, bis dann der Tag, auch wenn Sommer ist, an Temperatur, sage ich mal, zugenommen hat. Und das ist auch wirklich nicht der allerwärmste Tag. Es wird irgendwie viel, viel wärmer als 12 Grad, wird es heute Nacht nicht gewesen sein. Ich habe keinen Thermometer dabei, aber ich habe mir vorher so ein bisschen den Wetterbericht grob angeguckt und man hat auch langsam irgendwie so ein bisschen ein Gefühl für die Temperaturen, wenn man häufig das, was der Wetterbericht sagt, mit dem, was dann letztendlich war, vergleicht und auch wenn man mal wirklich einen Thermometer mitschleppt und so weiter, da kann man das dann schon ganz gut einschätzen. Ne? Und ja, dementsprechend war jetzt gar nicht so super, 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 super warm. Trotzdem sehr kuschelig und am Quilt, das war jetzt nicht das Thema, aber wenn man dann morgens aufsteht und gerade auch wenn man die Hose ausgezogen hat, ist übrigens durchaus auch ein Thema, behält man einfach seine Tagsüberhose einfach an zum Schlafen. Das hängt von den Temperaturen ab, das hängt von persönlichen Vorlieben, der Gemütlichkeit ab, hat halt den Vorteil, wenn man sie anbehält, gerade wenn man psychisch noch ein bisschen Probleme hat mit dem Waldpennen, hast du eine Hose an, kannst du auch aufstehen und kannst reagieren, wenn das nachts irgendwas ist. Hast du keine Hose an, kannst du das zwar auch, aber dann hast du halt keine Hose an. Und möglicherweise möchte man gerne eine Hose anhaben, wenn man des nachts aufstehen muss, um zu reagieren. Deswegen ist das dann durchaus ein Thema. Außerdem die klamme Hose, klamm ist sie immer. Ne? Es gibt keine Hose, die am nächsten Morgen nicht zumindest sich mal unangenehm anfühlt. Ja, das ist nicht jedermanns Sache. Ja. Gleiches gilt natürlich auch für ein T-Shirt, wenn man tatsächlich einen so warmen Schlafsack hat, dass man da im Grunde bloß mit Unterhose, also als Mann oder Unterwäsche als Frau drin liegen kann. Dann muss man sich das halt eben auch noch überlegen, beziehungsweise es soll wohl auch sehr unangenehm sein, als Dame dann eben entsprechend damenbedingte Unterwäsche wieder anzuziehen am nächsten Morgen. Das ist wohl auch nicht so schön. Die kann man auch im Schlafsack wunderbar vorwärmen. Und dann ist es wohl weniger dramatisch, habe ich mir sagen lassen. Ne? Ja, dementsprechend, das ist es im Grunde. Jetzt zur Einpackphilosophie, weil jetzt müssen wir im Grunde ja bloß noch einpacken. Möglicherweise will man noch ein bisschen den Morgen genießen, will noch in Ruhe einen Kaffee schlürfen. Achso, das habe ich auch vergessen. Ich brauche einfach kein Heißgetränk. Das ist bei mir nicht nötig. Mein Laster ist Cola, mein Laster ist nicht Kaffee oder Tee. Brauche ich selten. Mache ich mir hin und wieder mal, einfach weil es schön ist, weil man es mal machen kann, weil es auch ganz gut tut, hin und wieder mal. Aber standardmäßig morgens schon gar nicht. Viel zu viel Aufwand und brauche ich nicht. Fehlt mir nichts. Wer das aber mag, der kann sich natürlich noch einen Kaffee machen und dann läuft man vielleicht noch ein bisschen auf und ab ums Lager drumherum und genießt den Morgen, die ersten Sonnenstrahlen, die durchs Gehölz fallen und trinkt in Ruhe seinen Kaffee. So, und dann ist jetzt die Frage, wie baue ich ab? Beziehungsweise, wenn mieses Wetter ist, wichtig, ja? Falls mieses Wetter ist, dann möchte man wahrscheinlich den Kochvorgang an den Rand vom Tarp verlegen, dass man da also gar nicht im Regen hockt zum Kochen. Dabei aufpassen, dass das Tarp ausreichend gelüftet ist. Das gilt auch, wenn man aus irgendwelchen Gründen ein Zelt verwenden darf, weil man zum Beispiel in Schweden unterwegs ist oder sowas. Dann kann man auch im Zelt kochen, aber in dem Fall muss man unbedingt darauf achten, dass man da genug Belüftung hat, weil beim Kochprozess entsteht zumindest mal CO2, aber auch Kohlendioxid, wenn es dumm läuft. Kohlenmonoxid, so rum. CO2 ist auch Kohlendioxid. Und letzteres ist durchaus nicht ganz ungefährlich und das kann zu Erstickungen im Zelt führen, insbesondere wenn da noch eine zweite Person hinten drin liegt. Das Zeug ist nämlich schwerer als Luft, befindet sich dann gerne mal unten im Gasgemisch im Zelt und heißt, derjenige, der da drin liegt, atmet das dann ein.
Und da kriegt man gar nicht mit, dass man nach und nach ohnmächtig wird und nach erstickt. Da merkst du nichts von, da wirst du einfach, da kippst du einfach um, hast nichts mitbekommen. Soll wohl ein ganz schöner Tod sein, habe ich mir sagen lassen, aber tot bist du dann trotzdem. Und da muss man also wirklich vorsichtig sein, dass da immer genug Belüftung herrscht, wenn man einen Kochvorgang in einer in einer Unterkunft startet. So. Und ich habe jetzt übrigens nicht Corona, sondern immer noch Pollenallergie. Jetzt sind die im Wald zwar nicht so dramatisch, also Gräserpollen, aber der Weg zum Wald war mal wieder pollenbehaftet und das merke ich dann meistens am nächsten Morgen, so wie jetzt. So, ja, wenn es regnet, packen wir unser Zeug so weit möglich unterm Tarp zusammen. Ein Tarp ist da ein großer Vorteil im Vergleich zu einem Zelt, weil während Zelte eigentlich fast immer zumindest ein bisschen beengt sind, es sei denn, man hat ein Drei-Personen-Zelt für einen alleine, dann nicht, aber sonst eigentlich fast immer ein bisschen, kann ein Tarp enorme Mengen an Platz bieten, je nachdem, wie groß das Tarp ist. Und da kann man dann also auch völlig problemlos drunter eben auch zauberhafte Menüs zusammenzaubern, problemlos seinen Krempel gemütlich zusammenpacken, während es draußen regnet, ist alles überhaupt kein Problem. Dann sollte das Letzte, was man einpackt, dann logischerweise das Tarp selber sein, weil sobald man das einpackt, wird man nass, beziehungsweise der Rucksack wird nass, der ganze andere Krempel wird nass. Der ist dann idealerweise halt auch schon im Rucksack drin und alles ist so weit verpackt, dass man wirklich nur noch das Tarp oben drauf schmeißen muss und gut ist und dann kann man los. Regenklamotten kann man dann schon so anziehen unterm Tarp, das ist eigentlich eine prima Sache. Also da hat das Tarp gegenüber dem Zelt definitiv einfach einen Vorteil, schlicht und ergreifend. Ja. Wenn das Wetter mitspielt, dann mache ich mir meistens den Spaß, dass ich alles aus dem Tarp rausnehme oder das Tarp gleich am Anfang abbaue. Das werde ich jetzt heute mal nicht machen, weil schlicht und ergreifend, ich muss das Tarp ja nochmal in einer anderen Variante aufbauen für nachher, zum noch ein paar Varianten von Tarpaufbau zeigen und auch noch den einen oder anderen Knoten zeigen. Das machen wir gleich noch. Daher werde ich jetzt erstmal alles andere einpacken, auch bis aufs Tarp und ja. Und das mache ich heute luxuriös, einfach hier irgendwo auf dem Waldboden nach und nach und zeige euch dabei mal, wie man jetzt diesen Rucksack wieder vollgepackt bekommt. Ne? Der ist jetzt leer, bis auf einen Löffel hier vorne in der Fronttasche. Noch irgendwas Kleines, ah ja genau, meinen Schwamm habe ich noch in die Fronttasche gesteckt. Und ich glaube, es sind auch noch zwei, drei Dinge im Deckelfach, nämlich ein paar Salami. Der Windschutz für den Kocher, den ich nicht gebraucht habe und hier noch so ein Eiweißriegel von irgendwo. Ja, das ist aber auch alles. Alles andere ist jetzt nicht mehr drin und das kommt da jetzt peu à peu rein. Zum Schlafsack wäre noch zu sagen, wenn man einen empfindlichen Schlafsack, sprich einen Daunenschlafsack hat, da gibt es auch empfindlichere Modelle und weniger empfindliche Modelle. Dann ist es ganz gut, wenn der morgens noch auslüften kann, solange wie er halt auslüften kann, je nachdem wie feucht es nachts geworden ist. In meinem Fall jetzt sehr, 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 sehr wenig feucht. Muss er länger auslüften oder kürzer auslüften? Heute würde also kürzer reichen, aber dadurch, dass ich die ganze Zeit noch am Quatschen bin und gemütlich gefrühstückt habe, ist die Zeit sowieso schon locker erreicht. Das heißt, ich kann jetzt problemlos den Schlafsack einpacken, ich kann problemlos die Isomatte einpacken. Die kann man sowieso als allererstes prinzipiell sofort einpacken, wenn man das dann möchte. Da hat man halt keine kuschelig warme Sitzgelegenheit mehr. Das ist je nach Temperatur schade. Ja, heute wäre es egal, da tut es auch mein Sitzkissen, ne, auf dem ich gerade hocke, tut es völlig. Aber je nach Temperatur ist die Isomatte dann schon noch eine sehr, sehr schöne, kuschelige Alternative. Übrigens, wer einen schönen, tollen Sitz mit Anlehne haben möchte, klar, da gibt es so Trekkinghocker. Oder aber man hat eine robuste Isomatte, lehnt die an einen Baum und dann hat man auch einen schönen, bequemen, warmen Sitz mit Anlehnmöglichkeit. Ja, das nur noch mal am Rande angemerkt. Also da muss man sich nicht jedes Mal gleich was weiß ich was Fancy-mäßiges bauen, sondern Isomatte an einen Baum lehnen reicht schon völlig. Gut. Wie gesagt, ich würde jetzt nach und nach alles zusammenbauen, euch das noch kommentieren und zeigen, wie es in den Rucksack passt. Das werdet ihr nicht brauchen, weil ihr habt nicht denselben Rucksack und genau die gleiche Ausrüstung, aber so ein paar Packtipps für diejenigen, die es interessiert. Ich will einfach alles mal gezeigt haben, damit wir dann hier auch ein komplettes Video haben am Ende.